Aber wir haben ordentlich Punkte geholt. Auf jeden Fall. So, komm schon, Baby. Nein, 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 nein. Ich bin ein glücklicher Autofahrer. Huh. Da war ein Bombshop. Le Bombe de Shoppe. Mit dem Wagen, ey. Komm, ich weiß, da oben kommt was Tolles. Hallo! Polizeikontrolle. Mein Wagen. So, Hi. Aus dem Weg! Doch noch ganz schön weit weg, die Telefone. Huh. Nein, Moment! Ist doch okay, wir können auch da oben hingehen, mir ist es doch egal. Hab ich gerade vom Telefon gehört? Moment. Ah, okay. War wohl irgendwas anderes. Ich dachte, ich hätte gerade ein Telefon gehört. Oh, geh weg, Mann! Na gut, der Wagen ist gleich sowieso weg. Traurig, aber wahr. So, was wollt ihr denn jetzt von mir, Kollegen? Ups, so, erste. Mitbrüder fangen an, Kampf direkt bei Babylon. Wir haben gefunden raus, wo einer von Hohepriester von Babylon ist. Geh und töte ihn. Na gut. Zum Maschinengewehr. Panzerung habe ich noch zwei, das ist gut. So. Das heißt, danach sucht mich die Polizei sowieso wieder. Eigentlich könnte ich quasi... Ich würde mir gerne einfach mal so eine Lackierwerkstatt kaufen. Ich müsste auch Multimillionär sein, wegen der letzten Mission allein schon. Kann ich mir eine verkackte Lackierwerkstatt kaufen. So, und einfach einen Lackierer anstellen. Dann sofort mal vor Ort kommen und dann mal eben schnell auf der Straße, ist auch ganz unauffällig, mich umlackiert. Straßenschilder austauschen oder sonst irgendwas. Straßenschilder, was lag ich für ein scheiß Nummernschilder? Oh. Wo muss ich hin? Okay. Ach du Heilige. Einige von anderen Brüder sind in der Nähe. Wenn du sie findest, sie werden. Wow! Da kommen Schüsse durch. Warum kommen da Schüsse durch? Werde sich kümmern um Schweine und du kannst in Ruhe zerstören, Limousine. Will ich aber eigentlich gar nicht, bin ich ehrlich. Ne, es ist zu schwach, das geht zu schnell drauf. Komm, wir nehmen einfach nochmal einen frischen Wagen. Ja, okay, die Polizei sucht mich, mein Gott. Okay, verflucht. Fuck, ich muss hier weg! Lauf! Boah, Junge. Alter, okay. Das war nicht gut. Habe ich mal getroffen? Wäre natürlich schön, wenn. Keiner tot. Wow. Ich habe Angst. Ich habe echt ein beschissenes Timing, also so einen beschissenen Rhythmus damit. Okay, einen habe ich noch. Oh mein Gott. Ich brauche einen Wagen. Ich brauche leider einen Wagen. Ich muss da irgendwie reinheizen. Jetzt hätte ich... Oh. Jetzt hätte ich eigentlich auch theoretisch nichts gegen einen Transporter gehabt, zum Beispiel. Genau. Muss nur irgendwie zusehen, dass ich dann irgendwo hinkomme, wo die mich nicht treffen. Warum brauche ich einen guten Anfahrtsweg? Nein! Verflucht! Scheiße! Ich dachte, er hält mehr aus. Mission failed. Egal. Du musst leid tun, einem Bobo. Drei von Mitbrüder da, um dir zu helfen und du wirst verletzt trotzdem. Priester von Babylon lange ist weg. Du hast vertan deine Chance. Ja, hätte ich die Typen nochmal gesucht. Weil du schlagst noch immer, kein Problem, da geht weiter, du musst aufpassen, bla 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 bla. Ja, halt die Fresse, Mann. Ich hab da nur ein bisschen was rumprobiert, bei Gott. Oh mein Gott, ich überlege gerade, maschinengewehrmäßig, ne? Bin ich jetzt gerade überhaupt nicht aufgestellt. So. Einer von Babylon Schwein hat getötet, Bruder Aerol. Ja will Rache. Der Killer wird gerade gebracht, die versteckt. Du musst abfangen, die Transport, bevor es ist zu spät. Den Transporter, also den Tankwagen hätte ich gerne gehabt. Ich hätte mir eigentlich den Panzer holen können, ne? Das wäre eigentlich ziemlich cool gewesen. Scheiße. Ah, ich hätte das auch gemacht. Weil die Bullen hätten mich dann sowieso gesucht.
Fuck, warum bin ich nicht früher auf die Idee gekommen? Einfach einen Panzer da reinrauschen, wie geil wäre das denn? Echt, ey. Aber nein. Jens kommt auf solche Ideen leider viel zu spät. Und er hätte das Maschinengewehr vorher garantiert überlebt. Gegenfahren oder mit der. Okay, mit Fahrtrichtung sieht sehr danach aus. Ey, wo ist er denn? Ich hoffe, ich habe ihn noch eingeholt. Das war auch sehr. Ist auch sehr klug von mir, in den Gegenverkehr zu fahren, auf jeden Fall. Komm schon! Ey, man muss ihn doch mal sehen. Wo ist das Ding schneller als ich? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ein Transporter. Der fährt 15. Jetzt hochkommt. Ich habe jetzt aber auch mir gerade echt die Koryphären der Autos geholt hier. Ein Bus ist das, okay. Was? Was? Wie soll ich das denn machen, bitteschön? Willst du mich verarschen? Alter, da hat ja gar keine Zeit. Ich meine, okay, ich fahre jetzt hier nicht in den schnellsten Wagen, aber hallo? Ja, jetzt kommt wieder so eine Phase. Es ist so zum Kotzen beim Spiel, echt. Entweder ich schaffe 10.000 Missionen hintereinander oder ich verkacke danach direkt 5.000. Oh, ich hasse das. Ist das Motivationsänderung irgendwie oder... Oh, das ist gut. Motivationsänderung bei mir, dass ich dann, wenn ich einmal verkacke, denke, oh, ich schaffe das nie. Boah, Dennis, ey, mein Gott. Mentalität wie ein Stück Brot. Komm, verpiss dich, du Kackwagen. Ich hoffe, gleich Amok, ey. Mann. Komm, nächste Mission schaffen wir, verfluchte Scheiße. Geh ans verfickte Telefon, beeil dich. Kannst du nicht mal ein bisschen joggen oder so? Babylon ist am Zuglieferwagen, voll mit Babylon-Schweine. Sind in der Stadt unterwegs, um fertig zu machen, Mitbrüder. Hör mal, nicht gut. Suche nach diesem Lieferwagen. Ich rufe dir an, wenn du hast eine gefunden. Suche und zerstöre die Automan. Was ist das jetzt für eine Kackmission? Ich muss hier rumfahren und rumsuchen oder... Oh. Das ist ja mal richtig dämlich. Ah, vielleicht kriege ich dafür übrigens gut Punkte. Glaube ich zwar nicht. Ah, das ist ja richtig dumm. Das ist ja richtig dämlich. Aber es ist einfach nur rumheizen. Und dann jemand sagt, ach guck mal, da ist ein Lieferwagen. Schön, dass du ihn gefunden hast. Wie toll. Komm, verpiss dich. Verpisst euch alle! Ich überlege gerade, soll ich die restlichen 3 Millionen nicht einfach durch Verkäufe holen? Ja, ich weiß gar nicht, wie viel ich bekäme. Also den Panzer habe ich noch in der Hinterhand, das ist auch schon mal sehr gut. Muss ich jetzt aber quer durch die ganze Stadt fahren, oder was? Alter. Boah, es ist so ärgerlich, dass ich die letzte Mal Mission verkackt habe, Mann. Das geht mir richtig auf den Sack. Echt? Aber immer so richtig. Und dann, ja, ach genau, dann auch die eine Mission, genau. Du solltest nicht aussteigen, du solltest zu Fuß gehen. Oh, dämlich, ey. Da lobe ich mir schon doch die Sequenzen. Das, weil, naja. Wenn man Zeit hat, muss man teilweise einfach sofort los. Also, wenn man Zeitdruck hat, nicht wenn man Zeit hat. Zeit hat man garantiert nicht. Ich meine, da war zwar gerade ein Transporter, aber irgendwie war es wohl nicht der richtige. Fick dich. Ey, das kann nicht sein. Jetzt fahre ich hier wirklich planlos durch die Gegend und hoffe einfach nur irgendwo einen Transporter zu sehen. Ich hoffe, aber es ist auch mehr als einer. Das ist ja die Scheiße. Wenn es nur einer wäre, okay. Aber leider ist es mehr als einer. Komm schon, mein Gott. Ja, ich fahre jetzt hier einfach rum und ich schneide das jetzt raus. Das müsst ihr euch echt nicht antun, wie ich hier einfach nur rumfahre und Transporter suche. Also, ne, wir sehen uns dann beim ersten wieder irgendwann mal. Ich sage euch auch, wie lange ich gebraucht habe. Oh, ich habe gefunden, oh mein Gott. Da ist einer, mach ihn kaputt, Mann. Wo bin ich denn überhaupt? In Banana Grove, genau. Ja, ich habe auf dem Weg noch ein Superbike gefunden, habe das dann in Vice Beach dann auch beim Hehler abgegeben. Eine Babylon-Mann weniger auf der Straße. Du musst finden noch zwei. Oh, 300.000 ist gar nicht mal so schlecht, ne? Also ja gut, okay, ich habe jetzt für den ersten habe ich ungefähr 6 Minuten gebraucht. Hey, toll, ne? Also nochmal, 2 muss ich noch finden, ne? Ja, okay. Gut, ich melde mich dann beim nächsten wieder, ne? Also bis gleich. Oh, ich habe einen Amoklauf gefunden. Bla 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 bla. 100 Sekunden, 50.000 Schaden sollte ich hinbekommen.
Ich würde sagen, wie viel hältst du denn aus, Junge? Okay, ich habe mich gerade entschlossen, weil ich bin jetzt noch mal weitere 10 Minuten sind jetzt vergangen und ich habe den zweiten noch nicht gefunden und das dauert mir echt zu lang. Also ich sag mal, vielleicht, wenn ich privat spielen würde, würde ich jetzt hier rumfahren und suchen. Aufgrund der Tatsache, dass ich aufnehme, ist das halt auch noch eine andere Sache, ne? Wow, ich wollte sagen, komm, ich muss nicht zu nah. Ach, die Polizei wird auch mal aufmerksam auf mich. Schön, nachdem ich hier mal ungefähr 14 Wagen explodiert haben lasse. Habe explodiert lassen. Bla. Stirb! Sehr gut. Truck. Okay, das ist gut. Gib Punkte. Oh, zum Glück habe ich die Panzerung gehabt. Mein Gott. Hol dir den Preis von der Straße von Weißschoss nach Weißbieter. Du hast 80 Sekunden Zeit. Okay. Ich werde nachgucken jetzt im Internet und melde mich dann gleich bei euch wieder. Bis gleich. So, ich habe nachgeschaut. Das ist nämlich das Problem. Ich habe jetzt ja vorher natürlich schon ein bisschen rumgeheizt und so und habe nichts gefunden, die ersten 5 Minuten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der zweite Van dann quasi erst dann spawnt, wenn der erste auch kaputt ist. Und deswegen habe ich mir jetzt dreimal die komplette Map rumfahren. Bläh. Deswegen habe ich mal geguckt. Ich bin hier schon gar nicht mal so schlecht eigentlich. Ja, okay, super. Ich hätte den so gefunden. Ich hätte den so gefunden. Ich werde nämlich weiter einfach geradeaus gefahren. Ah. Okay, aber für den dritten haben wir es auf jeden Fall schon mal geholfen. Und das ist tatsächlich so, dass die Sachen erst dann spawnen, wenn der erste jetzt hier zum Beispiel kaputt ist. Okay, Moment. Erledigt, du hast es gemacht. Tolle Arbeit, Bruder. Nur noch eine fertig zu machen. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ja, okay. Wir müssen jetzt nach North Little Bogota, weil er wohl da irgendwo rumzufahren scheint. Auch den hätte ich dann wahrscheinlich gefunden, weil ich meistens dann immer von West nach Ost gehe. Ah, ich bin so... Ah. Scheiße. egal. Also es wäre jetzt letztendlich nicht schnell gegangen, also ich habe auch kein schlechtes Gewissen, aber ich denke mir dann immer, gut, hätte ich jetzt doch nicht nachgucken müssen. Das ist immer so, Außer wenn ich mir denke, okay, krasse Scheiße, da wärst du niemals drauf gekommen. Da bin ich froh, nachgeguckt zu haben. Aber wenn das sowas ist, was so ein bisschen auf Faulheit passiert, so wie bei mir zum Beispiel. Wobei es ja nicht nur vor, das ist ja auch eine Rückversicherung, ne? Da, ja genau, tatsächlich. Okay, hervorragend. Eine Rückversicherung quasi dafür, dass die Plays eventuell dann vielleicht nicht abkackt. Das Polizei dann toll. Babel und Schweine wirklich sind sauer mit deiner tolle Arbeit. Mitbrüder immer noch sind in Sicherheit, um weiterzumachen mit Kampf gegen Korruptus. Und 3,1 Millionen haben wir jetzt, sehr schön. Das hat mal richtig was gebracht. Keine Zeit zu Hause, Bruder. Mehr zu tun, immer mehr zu tun. Komm zu den Telefonen, wenn du bist bereit. Ja, dann gehen wir jetzt wieder nach Greed Hates. Ich glaube, wir haben dann noch eine Mission. Ich glaube, da habe ich auch die anderen beiden verkackt. Das war schön. Ein bisschen nach Süden. Oh, hallo, Kossi. Ja, leider ist hier weit und breit kein Kran. Oder? Doch, hier ist einer in der Nähe. Aber ne, da habe ich keinen Bock hinzufahren. Aber wie gesagt, Kossi 12.000. Das heißt, ich würde jetzt allein schon dadurch 130.000 dazu bekommen. Meine Stelle da hinter der, ne, letzten zigtausender Nummer da, habe ich, interessiert mich nicht mehr. Ey, Maschinengewehr, sehr schön. Okay, 2 Panzerungen habe ich noch. Das sieht eigentlich ziemlich gut aus, wenn die PlayStation mich lässt, muss ich sagen. Das sieht ziemlich gut aus. So, irgendwo müssen jetzt, oder sind hier keine Telefon? Habe ich hier schon alle? Nein, okay. Schon sagen, habe ich schon alle abfährt telefoniert? Wir werden komplett rumfahren. Und? Ist das noch das letzte, oder? Irgendwie zeigt der Fall gerade woanders hin. Okay, ich suche das letzte. Okay, alles klar. Ich habe gehört, dass Killer von Babylon ist hier hinter Bruder Malcolm. Malcolm ist auf Flucht vor diesem Brutalo. Ah, okay, ich wollte gerade sagen. Finde die Bulle und folge ihm nach Malcolm, aber nicht töte Bulle, bis er dich hat geführt darin. Und Malcolm darf nicht werden verletzt. Okay, Waffen habe ich genug, das ist gut. Das ist jetzt auch sehr praktisch, dass ich jetzt so einen schnellen Karre habe. Ah, das mit dem Bus fand ich total krass, ey. Wie wenig Zeit die mir da gaben, ne? Das war echt nicht schön. So, okay, auf jeden Fall, die letzte Mission gab ordentlich Punkte, was ich auch sehr gut finde. Ich meine, ich werde auf jeden Fall noch den Panzer nutzen, da könnt ihr euch sicher sein. Hau mir nicht ab. Ha! Meiner, ist egal. Scheiß auf die Bullerei, ich will mich gleich sowieso wieder suchen. Okay. Ach, hallo.
Korrupte muss sein irgendwo. Halte Augen offen, Bruder. Bis jetzt wird es wieder so eine Rumfahrmission. Okay. Nichts gesagt. Ich wollte gerade sagen, wenn es jetzt wieder so eine Scheißmission wäre, wäre ich für den Arsch gewesen. Soll ich die jetzt töten? Oder soll ich dem folgen? Ich folge dem mal, unauffällig. Hä? Wer hat mich denn umgebracht? Ich hatte doch eine Panzerung! Du hast bewegt zu schnell. Ja, ich. Ja, weil ich die Kiste kaputt gemacht habe. Scheiße. Ah, ärgerlich! Ärgerlich! Ach komm, wir